Hallo und willkommen zum Video Basiswissen der physikalischen Chemie. Heute wird das Thema spezifische Wärmekapazität behandelt. Zuerst muss man jedoch wissen, was man genau unter dem Begriff Wärme versteht. Die Wärme ist eine physikalische Größe, welche von einem thermodynamischen System aufgenommen und abgegeben werden kann. Sie bildet mit der physikalischen Arbeit den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Die Wärme, abgekürzt mit dem Formelzeichen Q, wird in Joule angegeben. Betrachtet man zwei Systeme, welche unterschiedliche Temperaturen besitzen, so fließt die Wärme stets von der höheren zur tieferen Temperatur. Es ist ein sogenannter Temperaturgradient vorhanden. Der Begriff Wärme kann in verschiedene Unterbegriffe unterteilt werden. Ein wichtiger Begriff ist die sogenannte spezifische Wärmekapazität. Unter der Wärmekapazität versteht man die Fähigkeit eines Stoffes, thermische Energie zu speichern. Sie wird angegeben in Joule durch Kelvin mal Gramm. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser beträgt zum Beispiel 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Das bedeutet, dass eben diese 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin bzw. 4180 Joule benötigt werden, um 1 Kilogramm Wasser um 1 Kelvin bzw. 1 Grad zu erwärmen. Die Formel zur Errechnung der benötigten Wärme lautet Q gleich M mal C mal Delta T. Delta T ist hierbei die Temperaturdifferenz, welche in Kelvin angegeben wird. Die spezifische Wärmekapazität oder die Wärmemenge, die bei einem physikalischen, chemischen oder biologischen Prozess aufgenommen oder abgegeben wird, lässt sich durch ein Kalorimeter bestimmen. Im Folgenden wird ein Versuch gezeigt, bei dem experimentell über das Kalorimeter die Wärmekapazität des Wassers bestimmt wird. Zu Beginn des Versuchs wird die Temperatur gemessen. Durch Umrühren des Wassers jedoch wird ein thermodynamisches Gleichgewicht erzeugt, um eben Temperaturschwankungen innerhalb des Wassers zu vermeiden. Danach wird eine Spannung von 0,63 Volt und eine Stromstärke von 5 Ampere angelegt. Anschließend erfolgt die Messung über eine Zeitdauer von 5 Minuten bzw. 300 Sekunden. Nach der Messdauer von 5 Minuten werden nun alle Gerätschaften soweit abgebaut. Nun wird auch wieder die Temperatur des Wassers gemessen. Auch hierbei wird nun wieder das Wasser durchrührt bzw. durchmischt, damit sich die Temperatur gleichmäßig verteilt. Nach Abschluss des Experiments kann man nun die Kalorimeterkonstante C bestimmen. Dies gelingt über die Formel C ist U mal I mal T geteilt durch Delta T. U mal I mal T ist hierbei die elektrische Arbeit, wobei U die Spannung in Volt, I die Stromstärke in Ampere, T die Zeit in Sekunden und Delta T die Temperaturdifferenz in Kelvin ist. Wie eben schon erwähnt, wurde eine Spannung von 0,63 Volt angelegt mit einer Stromstärke von 5,0 Ampere. Gemessen wurde hierbei über einen Zeitraum von 300 Sekunden. Nun teilt man durch 1,3 Kelvin, denn das ist die Temperaturdifferenz, zwischen der Temperatur am Anfang des Experiments und am Ende des Experiments. Nun sehen wir, dass wir daraus 727 Joule pro Kelvin erlangen. Anschließend, um eben dann die Wärmekapazität nach der Formel Cs ist gleich C durch M zu erhalten, werden die ausgerechneten 727 Joule pro Kelvin aus der Kalorimeterkonstante durch die Menge von Wasser geteilt. Das waren jeweils 200 Milliliter bzw. 0,2 Kilogramm, da die Dichte von Wasser 1 ist.
Daraus erhalten wir nun 3635 Joule pro Kelvin mal Kilogramm. Zum Vergleich beträgt die Wärmekapazität des Wassers nach den Literaturwerten 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen hinsichtlich der Temperatur bzw. dem Thema Wärme beantworten.